So, zurück auf den Paladin. Ich kann Dominik erzählen, hab bei Uplay ein bisschen was eingekauft. Können wir es gleich mal ansehen eigentlich? Hey, Briggs. Wenn man ja bei allen Ubisoft-Spielen, wenn man ja was Spezielles macht im Spiel, Punkte bekommt, diese Uplay Points. Und die kann man dann. Hey Charlie, kann man dann benutzen. Sachen beizukaufen. Und da ich ja sehr viele Ubisoft-Spiele habe und von denen viele Punkte hatte, habe ich mir alles gekauft, was bei Black jetzt zur Verfügung stand. Charlie. Darunter, werdet ihr gleich sehen. Hey. Gute Arbeit, der Hack des Mobiltelefons. Ach komm, das war gar nichts. Mit etwas mehr Zeit und. So, anpassen. So, oben rechts könnt ihr sehen, ich habe 233.000. Eines dieser Pakete war 200.000 Dollar. Nette Prämie. So, was ich jetzt. Nein, nicht das. Was ich jetzt eigentlich. Hauptanzug. Nee. Irgendwo konnte ich jetzt einen Anzug aussuchen. Ah, da. So, Alpha-Anzug. Warte mal, vor Eclipse-Anzug, ist das Design-Anzug? Sieht der Graben-Anzug, hat mehr Panzerung. Upper Echelon ist Full Stealth. Oh, sieht geil aus. Wobei, der ist eigentlich der Geist. So, anpassen. Mhm. Nehme ich den hier. Da. Okay, jetzt theoretisch könnte ich mir mit der Kohle, die ich jetzt da bekommen habe, noch viel, viel mehr machen. Guck eigentlich gerade mal, dass ich es mir Stealth wirklich optimieren. Aha. Das sind klassische Handschuhe? Wieso kommt ihr mir hier wieder mit dem einfach Anzug anrüsten. Nee, warte. Nein, Handschuhe sind gar nicht für. Da. Wo ist Style? Da ist Style. Taktikgewebe. Oh, das. Ach so, das sind fixe Werte. Na gut, dann sollte ich da besser gar nichts machen. Und wir lassen alles andere auch. Ich will eigentlich nur kurz den Anzug zeigen. Das wär's erstmal. Grimm will, dass ich mir irgendwelchen Mist über Einsatzprotokolle reinziehe. Ah. Ja, muss scheiße sein. So. Dann will kurz, bevor wir jetzt eine weiter der Kampagne folgen, möchte ich mir ein paar andere Missionen angucken. Möchte ich immer an die falsche Seite. So, dann wenn ich jetzt ans MSI gehe, dann habe ich hier alle Missionen, die mir zur Verfügung stehen. Das rote ist die Kampagne. Mission und das alles andere sind Nebenmissionen von meinem Team. Da haben wir Grimm, da ist Corbin, Briggs und Charlie und dann wird noch das hier. Ich weiß nicht, was das ist, deswegen will ich das kurz herausfinden. Die SMI hat ein internationales Sicherheitsproblem identifiziert, das abgetaucht ist. Lies den Bericht und such mit dem Cursor den nächsten Ort auf der SMI-Karte. Belohnung. Erhöhte Missionseinnahmen. Ach, das ist gar nicht speziell, oder was? Terry Lee, ein Mitglied der nationalen Terrorgruppe John Browns Army, floh aus dem Gefängnis Leavenworth. Seine letzte Adresse war ein Lager einer militanten Gruppe namens Big Sky Freehold, aber das ist Jahre her. Das erste Mal durchsucht. Okay. Was zum. Mit Hilfe einer Drohne über dem Lager haben wir gesehen, wie Lee ein Paket in Empfang nahm. Außerdem rief er eine internationale Nummer an, wahrscheinlich eine afrikanische. Wir haben nur das Wort Mirabella verraten können. Sagt das jemandem was? Ich chiffriere den Bericht und bewege den Cursor über die SMI-Karte, um den nächsten Ort zu identifizieren. Warte, ich muss jetzt danach suchen, oder was?
Unsere Leute ergriffen Lee vor dem Mirabel-Flughafen auf, trug einen Kanister bei sich, auf dem rotes Quecksilber stand. Er gab zu, dass er es einem alten GBA-Kontakt verkaufen wollte, der aus dem Kongo einfliegt. Er gehört zu einer Terrorgruppe namens Takfiri Mafia. Er sagte, sie suchten verzweifelt danach. Und weiter. Toll, wo soll ich wissen, wo der Scheiß ist? Ich denke, hast du ein Datenpaket übersehen? I know. Warte, was stand da nochmal? Aus dem Kongo einfliegt. Hier irgendwo. Ja, könnte sein, dass der Kongo irgendwo in der Mitte liegt. Ha! Tatsächlich, so funktioniert das. Ich kann bestätigen, dass ein Flugzeug, das dem Anführer der Takfiri Mafia gehört, von Kinshasa nach Montreal fliegen sollte. Allerdings konnte es aber aus technischen Gründen nicht starten. Grim möchte Lee als Köder nach Kinshasa schicken. Dabei könnten wir aber das rote Quecksilber verlieren. Was meinst du, Sam? Hm. Ja gut, riskieren wir es. Die Takfiri konnten die Quecksilber nicht widerstehen und liefen direkt in unseren Hinterhalt. Eine gefährliche Terrorvereinigung hat ihren Anführer verloren und ließ wieder auf dem Weg ins Gefängnis. Erhaltener Multiplikator 0,5 erhöht. Yeah! Gehaltserhöhung. Na, so geht das also. Oh, cool. Okay, dann haben wir hier sonst ein paar Missionen. Ich denke, wir werden uns doch eine ansehen. Und zwar nehmen wir... Nehmen dann Charlie, Corbin, Briggs und... Nehmen wir Charlie, ich glaube, der bringt mir neue... Sprich mit deinem Team und Firma, die Coop oder Solo gespielt werden können. Hast du als einsamige Probleme leider einen Freund ein oder verbessere deinen Ausdruck? Sorge Charlies Information und halte deine Position in der Botschaft, bis du dich sicher zurückziehen kannst. Oh, das klingt nicht so einfach. Sie. Zapfe die Kommunikation der Engineers an, die über den Datenhub verläuft, ohne eine Spur zu hinterlassen. Oh, das klingt ja geil. Das klingt ein bisschen ghost-mäßig. Wolltest du nicht Nachforschungen anstellen? Ich habe die Netzaktivitäten der Engineers untersucht. 60% ihres Traffics wandert durch einen Knotenpunkt, der sich in Privatbesitz befindet und vor der Küste liegt. Können wir den anzapfen? Dazu sind sie zu klug. Wir müssten es auf die harte Tour versuchen. Wo ist die Anlage? Vor der englischen Küste ist eine umgebaute Festung. Der Kerl, dem sie gehört, macht mit diesen Dienstleistungen Millionen. Ich gehe rein, verwanze alles und verschwinde? Ohne gesehen zu werden, sonst vernichten die alle Daten. Sam's Blick. Okay. Ja, Solo. Spiel mir Solo. Nehme ich meine epische Ghost-Ausrüstung. Seefestung Hawkins. Zapfe die Kommunikation der Engineers an, die über den Datenraum verläuft, ohne eine Spur zu hinterlassen. Klingt nicht allzu schwierig. Zumindest nicht in der Theorie. Verdammt, mit der langen Ladezeit. Voll ungewohnt. So sieht's aus. Du musst bei deiner Annäherung sehr vorsichtig sein. Mitchell Rossington hat hochklassige Sicherheitssysteme gekauft und beschäftigt dazu noch einen Haufen Wachen. Ist alles relativ. Ohne störe die Wachen nicht. Ist alles relativ. Okay, Datenzugriffspunkte befinden sich in den oberen Etagen der Einrichtung. Sind hauptsächlich Apartments. Du findest schon, was du suchst. Mhm. Okay. Okay. Ah. Also. Nachsichtgerät. So ein Nachsichtgerät. Geil. Okay, das könnte sehr interessant sein. Das sieht mir nach einer geilen Mission aus.
Sniper One here. I'm not seeing anything. Ich doch ein bisschen. Wo sind die beiden? Sprechen ja Englisch. Ich spreche plötzlich Deutsch. Okay, also warte mal. Can't see a damn thing. Warte, ich wollte das Licht ausmachen und dann hoch. So. Okay. Zwei Stück mindestens. Und ein Hund. Recht. Okay, A, B und C ist über mir. Und wird ein Problem sein. Huft mich viel Licht, also nicht gut. Gar nicht gut. Verdammter Köter. Sehe nicht mehr. Warte mal. War die Tür vorhin schon auf? Ah, damn it.
Beifuß! Besser nicht. Verdammter Köter. Okay, ich bin aber noch im Rennen. Wo ist der andere wieder hin? A scheint hier zu sein. Bin im Vorführraum, Grimm. Hacke jetzt den Router. Braucht eine neue Birne. Ja, lass Es läuft gut. Eins erledigt. Noch zwei. Komm her, wir müssen suchen. Okay. Gehen wir. Oh, da war auch ein Fenster. Ich sehe das Licht nicht wieder anmachen. Oh, da haben sie es angemacht. Hier ist nichts. Ja, sie haben es angemacht. Mist, ich komme nicht, rund. Ah, hier. Where the fuck am I? Nichts. Bereich sicher. Wir sollten uns verteilen. Datenpaket. Shit. Ich sehe mich zurück in den Raum von vorhin. Wo sie das Licht angemacht haben, ist das ziemlich blöd. Nein, das Licht ist ja noch aus. Ach, ich werde sie einfach eliminieren. Was für Bohrbruten. Toll, wie das Datenpaket mache ich im Partner. Great. Okay, Base näher.
Dreh hin. Ja, great, liegt hier noch mehr. Nein, Sam, wir werden geschlossen. Was ist denn für ein Laser? Sind Schar. Aha. Was, der Base da unten? Was so viel ist das? Scheiße. Warte mal, Speed der Kronleuchte. Ich gehe zuerst zu C und schaut das oben aus. Aufgewertet. Die Person, die du verschnürt hast, stand bei Interpol auf der Fahndungsliste seit mehreren Jahren. Ach, du warst gut zu wissen. So, Kleiner, du gehst nachher schön mit. Okay, haben wir das schon mal? Hauptkommunikationsleitung gefunden. Zapfe sie an. Er ist bewusstlos. Oh, fuck. Datenknoten angezapft. Jetzt nur noch einer. Seid vorsichtig. Einer von uns wurde K.O. geschlagen. Checking in. Egal, Schwester. Bei dem Ding da? Das sind doch niemals 20 Meter, oder? Can we keep this channel
her. Ah, Mist, da komme ich nicht rein. Warte, sind das Laser? Remember, no swimming. Ja, sogar das gleiche Geräusch. Wow. Kann ich nicht rollen? Oh. Sie bewegen sich nicht sehr weit nach oben. Ja, warte. Was ist das denn? Das ist gar nicht. Das komme ich. Ist da was im Weg? Oh Gott, scheiß Couch. Okay, im echten Leben wäre das sogar für mich ziemlich einfach, aber mit der Steuerung kann das ein bisschen problematisch. Einen anderen Weg komme ich nicht anderswo? Nein, da auch. Was ist das da? Ah, was ist das? Hab das Handy gefunden. Verwanze es. Can we keep this channel clear? Die Datenströme wurden erfolgreich angezapft. Als nächstes musst du da raus. Leise oder laut? Bleib leise und begib dich zur Exfiltration zum Dock. Verstanden, schon in Bewegung. On my way, Grim. Aber ich weiß, was ist. Hinten? Ich hab gedacht, beim Helikopter. Remember, no swimming. Oh! Wo ich hergekommen bin. Hilfe! Gehen wir! Ich mich da fahren. Oh, ich kann mich fahren lassen. Hey, ist da drüben alles okay? Da ist nichts. Wo sind sie? Gar nichts. Der Reich scheint sicher. Verteilen wir uns. Ja. Was entdeckt? Alles okay. Könnt ihr drüben Hilfe gebrauchen? Suchen wir! Ah. Und hier hoch. Abholpunkt erreicht, Grim. Verstanden. Könnt abhauen, wir sehen uns an Bord. Geil. Das war eine geile Mission. Oh, 30.000 für das? Geil. Leider habe ich den Bonus nicht geschafft.
Aber sie waren doch ungesteuert. Ach so, Panther ist Stealth, aber mit Töten. Ghost ist, wenn du nicht tötest. 80 Minuten für das? Oh, 2. Der Stand hat sich geändert. Und wie er sich geändert hat?